Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier heute Abend zu Gast bei XDB und dem Live-Training. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir jetzt gemeinsam auf den Chart gucken können. Denn es ist und bleibt so sehr spannend und ich freue mich, dass ihr immer wieder mit dabei seid. Und deshalb, wenn ihr mich hört, wenn ihr die Folie seht, sagt ihr kurz Bescheid, dann weiß ich, dass alles richtig läuft und ich kann ganz beruhigt hier loslegen. Also, in dem Sinne, ganz lieben Dank, toll, alles scheint zu funktionieren, super. Dann mal loslegen, bevor wir aber auf die Charts gucken, denn ich bin da ganz gespannt, was wir da vielleicht gleich sehen, mal schauen, was wir da finden. Es gibt also durchaus ein, zwei Punkte, über die wir auf jeden Fall mal sprechen können. Ein Risikohinweis, denn Börsenhandel ist nicht bar jeder Risiken. Nein, die sind natürlich Teil des Gesamten und deshalb müssen wir das auf jeden Fall mit aufnehmen. Das wollen wir aber tun. Sogar bei jedem Trade haben wir ein Auge da drauf und wollen da einen Blick drauf werfen, wie die Situation dort aussieht. Das heißt, das Risikomanagement ist etwas, was Teil des Gesamten ist. Das ist also nicht etwas, was dagegen ist, wo man sagt, boah, wenn das nicht wäre. Nein, nein, es ist Teil. Es ist part of the game, wie man so schön sagt. Und deshalb ist es aber wichtig, dass wir es erwähnen. Wenn gerade Einsteiger, die noch nicht so lange mit dabei sind, dann lesen sie, Mensch, hier reich werden über Nacht, von jetzt auf gleich auf die Millionen. Das ist natürlich nicht wirklich ohne Risiken und ohne große Risiken machbar. Also das ist nicht sehr realistisch. Aber man kann schon auch mit überschaubaren Risiken auf jeden Fall seinen Spaß in den Märkten haben. Und wie man das macht, das will ich natürlich gerne zeigen. Wichtig aber, egal was wir hier sehen, auch wenn ich hier Trades vorschlage oder wenn ich Ideen sehe und wo ich sage, ah, das würde doch jetzt passen, nicht davon ausgehen, nur weil der Mann ohne Haare das sowieso alles besser weiß, das geht jetzt 100% gut. Das geht natürlich häufig genug gut, das ist natürlich schön, aber es geht ganz häufig auch nicht gut. Und das müssen wir mit einkalkulieren. Das heißt, nicht alles Haus und Hof auf eine Karte setzen und zu sagen, ah, das wird schon, sondern das müssen wir eben mit berücksichtigen. So, aber das wollen wir ja gleich tun, deshalb müssen wir das jetzt gar nicht unbedingt breiter treten. Aber ein bisschen breit treten muss ich noch den möglichen Interessenskonflikt. Ich bin ja selber aktiver Händler und habe dann selber für mich, für mein Team natürlich auch, dann für unsere Kunden, auch dann Positionen gegebenenfalls offen. Und das kann natürlich sein, dass ich dann nicht ganz so neutral bin. Kann der denn wirklich neutral darüber sprechen? Ich versuche es, denn theoretisch geht es mir gar nicht um den einzelnen Trade. Ich habe es ja eben schon angedeutet, da weiß man eh nicht, was man kriegt. Aber trotz alledem als Hinweis, dass zumindest nicht, dass es nachher heißt, ja, hätte ich gewusst, dass der ja auch selber damit drin ist. Ja, klar, Leute, wir reden hier von Händler zu Händler. So soll es doch sein, dass wir hier kein akademisches Gespräch führen. Und so müsstet ihr es machen, dann werdet ihr erfolgreich wie irgendjemand anders, sondern dass ihr sagt, okay, ich verstehe, wie das Prinzip ist, ich kann das nachvollziehen. Was hast du für Erfahrungen gemacht aus dem Handel? Erzähl doch mal. Das will ich natürlich auch sehr gerne tun. Ansonsten noch zwei Hinweise, nämlich was die Märkte und die Haltezeiten angeht. Ihr seht, das sind durchaus undefinierte Spannen und beziehungsweise eine ganze Reihe von Märkten. Genau das ist das Thema. Also wir sind nicht auf einen einzelnen Markt fixiert. Im Gegenteil, ich halte es sogar für sinnvoll, viele Märkte zu haben. Was ich übrigens bei XTB toll finde, dass man wirklich viel auch zur Auswahl hat. Es ist bei manchen Brokern leider so, ich muss sagen leider so, dass man nur eine sehr beschränkte Auswahl an Kontrakten eben handeln kann. Und das finde ich halt schade. Ja, weil mehr Auswahl bringt halt auch die Möglichkeit dann zu sagen, ja, das sieht schon fast gut aus. Aber fast gut muss ich ja nicht traden. Ich kann nicht sagen, kann ich als Übung, kann ich als Gucken schon benutzen. Aber nur wenn es wirklich gut aussieht, setze ich das Ganze auch um. Also so machen wir das zumindest mal. Ja, also auch meine Einladung an euch. Nehmt verschiedene Haltezeiten. Wir werden gleich Sachen angucken. Zum Beispiel Silber, da hatten wir letztens ja schon drüber gesprochen. Das ist durchaus auf lange Zeit angelegt. Das kann Wochen bis Monate laufen. Dann gibt es andere Trades, vielleicht finden wir da gleich was, was dann für die nächsten Viertelstunde, halbe Stunde dann läuft. Das diversifiziert aber das Depot auch ganz gut und deshalb der Hinweis dazu. So, jetzt, ja, sehr schön, ihr habt tolle Kommentare hier. Man versteht dich teilweise schlecht, das wäre natürlich doof. Ist das ein Massenphänomen oder betrifft das nur Einzelne von euch oder nur einen Einzelnen? Sagt mal bitte Bescheid. Aber Jürgen, lieben Dank für den Hinweis. Das ist immer ein guter Hinweis. Ich bin auch mit meiner Tonqualität hier nicht uneingeschränkt zufrieden. Ja,
Das ist es nämlich. Ja, neu richten ist so eine Sache. Der Witz ist, ich habe das schon alles ausprobiert. Ton schwankt etwas. Ich weiß das, ich kenne die Probleme. Und jetzt ist auf einmal gut. Ja, ich habe nichts geändert. Wir sind da noch ein bisschen auf der Suche danach. Ich habe es jetzt mal ein bisschen anders gemacht, in der Hoffnung, dass es besser ist. Aber ihr seid, gebt mir weiter bitte Feedback, wenn das doof klingt oder sowas. Dann sagt an. Ja, es liegt tatsächlich wohl an mir, beziehungsweise an irgendwie der Hardware, dass das Mikro mal aufmacht, mal zumacht. Es ist sehr, sehr eigenartig. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, nach welcher Logik, ob da ein kleiner Mann am Rechner sitzt, der hin und wieder sagt, so, jetzt wirke ich ihm eine rein, ich drehe ihm den Saft mal ein bisschen ab. Ich weiß es nicht genau. Naja, gut, wir gucken mal. Aber solange ihr mich einigermaßen versteht, freut mich das natürlich erstmal. Und ja, mal kräftig draufhauen, dass der richtig durchgeschüttelt wird. Vielleicht hilft das ja. So, aber wir wollen ja gar nicht hier auf den Folien festhängen, sondern lasst uns mal direkt auf den Chart gehen. Dann ist auch fast egal, was ich sage, denn dann sehen wir ja, was passiert. Und wenn alles klappt, dann seht ihr jetzt den Chart. Genau. So, da haben wir doch schon mal was. Und das ist in dem Fall der DAX. Wobei ich über den DAX gar nicht so viel jetzt im Moment reden will. Wir können mal ganz kurz den Überblick hier, also nicht den ganz großen Überblick, dafür gibt es ja andere Möglichkeiten. Ich mache ja auch regelmäßig hier so Videobeiträge auf YouTube, wo man das übergeordnete Bild gucken kann. Das ist für uns jetzt heute nicht ganz so relevant. Guckt euch das in Ruhe an, wenn ihr mögt. Aber hier ruhig mal im Stundenchart ein kleines Warm-up. Da hatten wir ja neulich diese Situation schon gesehen und besprochen und im Verhältnis dazu diese. Man sieht schon alleine am Winkel der Geschichte, man sieht daran, dass das eine Schwankungsbreite hat. Hier ist die Schwankungsbreite extrem eng. Man sieht das mit den Trendkanälen, dass das eigentlich so ein Klassiker ist. Das ist die Trendrichtung. Nach der Korrektur geht die Trendrichtung weiter. Wie weit sie geht, das ist fraglich, wobei eigentlich streng genommen gibt es dafür einen Lösungsansatz. Den können wir mal hier einmal ranbringen. Das machen wir mit Fibonacci-Erweiterung. Ihr seht das hier. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Das zweite von oben bei den Fibus. Ich messe einfach mal so diese erste Bewegung, die wir haben und sage dann, okay, wenn wir das nochmal kriegen, das wäre so ein Klassiker. Das würde uns ungefähr in den Bereich 13.120, 30 irgendwie so in die Richtung bringen. Bitte geht nicht davon aus, dass das notwendigerweise ein Pflichtziel ist, was er erreichen muss. Das ist nur ein sehr typisches. Ihr wisst, wenn ihr schon länger mit dabei seid, dass ich ganz gerne ja sowas wie so Wahrscheinlichkeitsverteilung habe. Ich mache das mal so ungefähr. Also wie hoch geht es von hier weiter? Das gibt dann irgendwie so eine Kurve, die sieht irgendwie so aus, ganz grob gesprochen jetzt. Das heißt, es kann durchaus auch weniger sein. Es darf auch mehr sein als das. Aber viel weniger als hier irgendwie sowas hier sollte es eigentlich nicht sein. Wir sind ja schon drüber hinaus. Und selbst das ist sehr, sehr wenig wahrscheinlich. Es geht dabei um die Fläche, die wir hier drunter haben. Also als ganz grobes. Ihr seht das manchmal, dass ich da auf diesen roten Kurven, die sind dann meistens liegend, also die sehen dann irgendwie so eher aus. Aber vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ich das mal irgendwo gemacht habe. Müssen wir gar nicht so detailliert uns angucken. Für uns ist eigentlich eher relevant, okay, wir merken uns so um die 100 mit der Erlaubnis, dass es weniger ist, aber mit der Chance, dass es sogar mehr ist, das ist so mal so ein Richtwert. Wir haben also theoretisch sogar noch ein bisschen Platz und die Frage war ja gerade hier, ist das schon am Widerstand? Ja klar, es ist natürlich in irgendeiner Form eine Art Widerstand hier in dem Bereich, wenn der Kurs hier in dem alten Hoch da rumfingert. Wir wissen, dass der Markt gerne mal, wenn er ein altes Hoch oder Tief erreicht, die Gegenrichtung macht. Hatten wir hier auch zum Beispiel letztes Tief. Durchstößt er das, dann macht er die Gegenrichtung. Allerdings, ihr seht auch, diese Gegenrichtung ist wackelig. Und dann macht er die Trendrichtung halt nochmal. Ja, also ihr seht, das war die Trendrichtung nach unten, das war das Wackelige im Verhältnis und dann hat er das nochmal fortgesetzt. So, also nur, dass ihr das Grundprinzip so ein bisschen nachvollziehen könnt und sagt, ah, okay, das kann ich so ein bisschen verstehen. Also ich sag mal, als Grobrichtung wäre das schon eigentlich ganz sinnvoll. So, jetzt, ich sehe so aus den Augenwinkeln so ein paar Vorschläge, was ihr sagt, wohin der Markt so gehen kann. Geht es nochmal runter oder hoch? Ich mal mal rein. Ich mal ja immer ganz gerne. Das ist gar nicht so schlecht. Also ihr müsst jetzt nicht malen, aber dass man sich so vergegenwärtigt, was ist denn alles realistisch? Dann stellen wir nämlich als Händler fest, was sind alles
Möglichkeiten, das muss ich vielleicht vorher erklären, weil da einige natürlich dann sagen, ja, aber wenn doch alles möglich ist, ja, dann kann ich es doch auch sein lassen. Genau das ist es nicht. Als Händler, die Charts sagen ja nicht die Zukunft voraus. Ja, wir können an den Charts nicht ablesen, ob Trump gewählt wird oder ob doch Biden gewählt wird. Ob jetzt hier diese Krise oder jenes Erdbeben oder sonst irgendwie was stattfinden wird, das können wir an den Charts ja natürlich nicht sehen. Aber was wir sehen können ist, wie die Marktteilnehmer mit der aktuellen Situation umgehen, wie sie die aktuelle Situation einschätzen und können dann eben sagen, ab wann verlassen sie denn das eine Bild und wechseln vielleicht in das andere nach. Also die Sichtweise hier, die ungefähr so aussieht, die würde natürlich jetzt nicht vertragen, dass es so aussieht. Das kann passieren, aber dann weiß ich, ah, wir sind nicht mehr in diesem Bild. Ja, oder ist auch steil hier runter idealerweise. Ja, also es wäre ja auch denkbar, dass wir hier jetzt so und dann hier jetzt hoch und dann nochmal so steil runter. Das ist niemals ausgeschlossen. Aber wir können mit den Charts überlegen, ab wann können wir erkennen, dass dieses Bild jetzt im Play ist und wir auch gar nicht vorläufig mit diesem hier rechnen sollten. Das heißt, wir können dann gegebenenfalls eine Position schließen oder wir können sagen, pff, dann war das mit dem Long halt nur so eine temporäre Geschichte, dann mache ich halt mal einen Zwischenshort. Das ist das, was wir mit den Charts hoffentlich rauslesen können. So, deshalb die Überlegung, was ist denn das, was der Chart uns jetzt aktuell sagt? Und ich muss gestehen, ich bin dann auch noch nicht so 100% sicher, mit was wir hier rechnen müssen. Ich sage aber, eigentlich ist die Bewegung noch nicht zu Ende, müsste er irgendwo, sagen wir mal, in diesen Knubbel reinlaufen, sogar mit Chancen, dass es sich noch fortsetzt, aber das ist tatsächlich eher fraglich. Und sollte, wenn das hier schon relativ einsilbig war, jetzt keine Riesendrops mehr hier haben. Also das halte ich dann eher für nicht so sehr typisch. Wenn das wäre, dann wäre dieses Bild hier oben tatsächlich dann obsolet. Ja, also dementsprechend, die Erwartungshaltung ist, dass wir ähnlich wie da vorne hier nach oben gehen. Kleine Rücksetzer sind alle erlaubt und im Gegenteil bestätigen das Bild sogar und würden uns ja sogar neue Situationen schenken, um reinzukommen. Immer nach dem Motto, Schub in die eine, wackelig in die andere, gibt eine Fortsetzung. Schub in die eine, wackelig in die andere, gibt eine Fortsetzung. Ja, immer natürlich mit dem Trigger-Gedanken. Ja, wenn ihr sowas habt, dann, dass sich das fortsetzt. Hier ebenfalls fort. Das heißt noch nicht, dass man jedes dieser Dinger traden kann. Manchmal lohnt sich's einfach von Chance-Risiko-Verhältnis nicht. Wir werden gleich mindestens mal zwei Währungen nochmal angucken, gegenüberstellen, wo genau das der Fall ist, die eigentlich genau gleiches Bild zeigen, aber einer ist ein Trade, der andere eben genau nicht. Und das liegt nicht daran, dass die Idee doof ist. Die Idee ist super, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht. Oder wie wir sagen, als Trader das Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, also das ist so der Punkt. An sich ist es ja gut, aber passt nicht vom Verhältnis her beispielsweise. So, das heißt, wenn wir hier also was Kleines an Rücksetzern kriegen, was Wackeliges, finde ich das sogar gar nicht so schlecht. Ja, aber wenn es steil jetzt runterkommt, dann fängt das an, doof zu werden. Und da kommt eine super Frage, das passt eigentlich super, da können wir ein bisschen springen hier. Woran erkenne ich, dass die Korrektur zu Ende geht? Gibt es da vielleicht irgendeinen Hinweis dazu? Theoretisch gesehen kann man sagen, eigentlich müsste eine Bewegung ja im klaren Schub in die eine und wackelig in die andere gehen. Wenn wir jetzt mal Silber angucken, wir hatten da eben gerade nämlich über Silber gesprochen, jetzt gucken wir mal aber Silber kürzerfristig an. Vergesst mal den Trade, da können wir auch nochmal drüber sprechen, aber das ist im Moment gar nicht relevant. Jetzt müssen wir mal gucken, was für eine Zeiteinheit da ganz gut ist, dass wir das sehen können. Hier zum Beispiel. Ja, sehr gut. So, wir hatten eine Abwärtsbewegung. Schwupp. So, und dann sehen wir hier natürlich das gleiche grundsätzliche Kursmuster hier. Das müssen wir jetzt nicht breiter. Ich habe es jetzt ein bisschen falsch gemalt. Hier ist es 1, 2, 3, 4, 5 in der Mitte, dann wieder A, B, C. Und jetzt seht ihr, jetzt geht es weiter nach oben, aber es geht hier korrektiv in dem Fall. Korrektiv, aber in welche Richtung? In die Trendrichtung. Das heißt, der Trend war ja seit dem Tief ein Aufwärtstrend. Also das ist ziemlich unstrittig. Seitdem hier ist ein Abwärtstrend, gar keine Frage. Aber seit hier ist es ein Aufwärtstrend. Ja? Also wir können immer das segmentieren. Wir können immer gucken, ab welchen Stellen geht da irgendwie was los. Und das hier im Silber ist eben klar ein Aufwärtstrend gewesen. Und das hier hinten würden wir, wenn ich euch nur das einblenden würde, würde jeder von euch wahrscheinlich sagen, wäre jetzt schon ein paar Mal dabei, Korrektur. Ja, richtig, genau. Das sieht extrem korrektiv aus. Weil viele Kursüberschneidungen, weil so zwischen zwei Trendkanälen.
Ja, ich hatte hier zum Beispiel gesagt, das hier ist sogar ein sehr schöner Impuls jetzt hier. Und da seht ihr, da wird das schon schwierig mit dem Trendkanal. Ja, also das ist so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Hier muss ich noch dazu sagen, vielleicht für diejenigen, da kommen, höre ich schon so ein paar Fragen oder ein paar Hinweise dazu. Sehr gut, ihr seid fit, ich sehe das schon. Wie ist denn das hier vorne aufzufassen? Also im Moment würde ich hier sagen, dass es tatsächlich ein Fünfweller ist. Grob gesprochen 1, 2, 3, 4, 5. Hier hinten mit dem Ending, Touché. Hier in der Mitte mit dem wunderschönen Impuls. Da vorne ist auch ein guter Impuls. Aber mit Überschneidung. So, und wir wissen, dass normalerweise ein Impuls ja so aussieht, also ohne Überschneidung. Das heißt, die beiden Korrekturen, die wir hier haben, die überlappen nicht. Es gibt aber eine Ausnahme. Und das ist, ist die Leading-Situation, die ganz am Anfang ist. Die erste Bewegung darf auch ein Leading sein. Dafür müsste der Kurs von oben kommen. Ja, genau, der Kurs kam ja von oben. Also hier hat was begonnen. Das heißt, die Bewegung von hier bis hier könnte durchaus ein Leading sein. Und ein Leading sieht im Prinzip so aus. Also genauso wie ein Impuls, nur dass es hier diese Überschneidung gibt. Man kann auch sagen, das ist so ein bisschen die Orientierungsphase am Anfang, wo man noch nicht so ganz genau weiß, was Sache ist. Das kann eben so passieren. Also insofern, ich kann mir vorstellen, dass das ein Leading ist. Das ist nicht gesagt. Es wäre auch noch denkbar, dass es eine Korrektur ist. Das können wir jetzt gleich mal auseinanderklamüsern. Können wir das sogar schon erkennen, ob es eine Korrektur ist. So, aber nehmen wir mal an, das ist ein Leading. Wir haben diese Fünfwelligkeit und wie gesagt auch diese interne Struktur, das sieht schon sehr danach aus, als ob das so ein bisschen diesen Charakter eben hat. Ist der Aufwärtstrend jetzt gebrochen, sagte jemand? Nee, also theoretisch. Also ist natürlich eine Frage der Dimension, die man anguckt. Ganz einfach gesprochen eigentlich erstmal noch nicht. Die wesentlichen Tiefs sind immer noch steigend. Ja, intern hier die kleinen Tiefs. Da haben wir jetzt das gemacht. Also das heißt, dieser letzte hier scheint tatsächlich jetzt spätestens ein Ende gefunden zu haben. Aber insgesamt würde ich immer noch sagen, das ist ganz klar ein Aufwärtstrend. Und wir wissen ja, auch im Aufwärtstrend gibt es natürlich immer wieder Korrekturen. Die brechen temporär natürlich den Aufwärtstrend, sind aber eben Korrekturen in dieser Bewegung. Nehmen wir mal an, das wäre sowas. Dann würden wir doch jetzt nach dieser 1, 2, 3, 4, 5 Kiste nichts anderes erwarten als eine A, B, C. Und das ist vielleicht ziemlich genau das, was sich der Markt da gerade anschickt zu tun. Ja? Also ich würde im Moment eher davon ausgehen, dass das, was wir hier haben, dass diese Bewegung ein Fünfweller nach oben ist, der jetzt im Moment in der Korrektur hier nach unten ist. So, wie weit geht der nach unten? Dafür gibt es so ein paar Hilfsmittel, nämlich Fibonacci Retracements. Hier Fibonacci Folge ist das hier auf Deutsch. Da sieht man, okay, da ist der Tiefpunkt gewesen, der vorläufige Hochpunkt war da. Und wir wissen 38 sehr gerne, darf auch ein bisschen mehr sein. Wir wissen auch sehr gerne, es ist das letzte Zwischentief. Also meine Erwartungshaltung ist, dass der Kurs ungefähr hier hinkommt nochmal. Ja, also das wäre durchaus ein Klassiker, dass wir ungefähr dieses Niveau hier erreichen. Das ist kein Versprechen, aber es ist ziemlich realistisch. Nehmen wir mal an, ich liege jetzt komplett falsch. Weil ich habe ja gesagt, wir haben das, jetzt kommt das und anschließend geht das da weiter nach oben. Aber was wäre, wenn das hier doch eine Korrektur ist und der Kurs weiter nach unten geht? Ist das nicht auch möglich? Jawohl, das ist möglich. Ist aber vorläufig egal, weil Abwärtsseite und auch in der Abwärtsbewegung wird es zwischendurch mal eine Gegenbewegung geben, dann vielleicht nicht im Stundenchart, sondern Halbstunden, 15 Minuten, was weiß ich was, kürzeren Chart. Und dann kommt nochmal die Fortsetzung, um dann da zu landen, wo wir den Kurs ja ungefähr auch hinhaben wollen. Und dann wird entschieden, ob wir sogar weiterfallen oder ob der Kurs wieder dreht. Wie können wir das erkennen? Naja, solange der Kurs so bleibt, ist es weiter wohl eher die Abwärtsseite, die dann folgt. Erst wenn der Kurs dann so macht, wird es wohl dann doch eher wieder die Long-Seite sein und ich muss dann wieder drehen. Je nachdem, auf welcher Zeitebene man das findet, kann man vielleicht sogar hier kleine Zwischengewinne auf den Shorts und den Longs noch mitnehmen. Wenn man Pech hat, hat man da Verschnitt. Das ist wie beim Hobeln, dass man dann sagt, ja gut, jetzt habe ich in zwei, dreimal die Richtung wechseln müssen. Zwar war vielleicht nicht teuer, weil ich habe ein bisschen schon nachziehen können, aber negativ war es dann trotzdem.
Ja, das kann natürlich passieren, aber das ist halt das sozusagen das, was dann zwischendurch mal abfällt als Negatives. Aber wenn die nächste Bewegung dann entsprechend läuft, dann haben wir doch nach oben hin Platz. Denn Platz haben wir doch hier Unmengen. Wenn ich nochmal ganz kurz erinnere, was haben wir denn hier übergeordnet gesehen? Übergeordnet sind wir in einem, ich sage jetzt mal vorsichtig, wunderschönen Impuls mit einer klaren ABC-Kiste. Und wenn sich dieser Impuls, der Kurs kam von oben, das war ein echtes Tief hier, ein wirklich echtes Tief, dass sich der Kurs nach da oben bewegt. Da muss ich mir jetzt keine Gedanken unbedingt machen über das Chance-Risiko-Verhältnis, weil egal wo oder wie ich hier reinkomme, das ist erstmal mega, mega gut. Ja, also das würde mit diesem übergeordneten Bild passen. Tatsächlich ist das eine Geschichte, wir hatten da, glaube ich, aber letzte Woche schon drüber gesprochen, die wir im längeren Bild, also ihr seht, da sind wir dann auch schnell irgendwo im nächsten Jahr, wo wir, es kann natürlich auch schneller gehen, das weiß man natürlich nicht, aber trotzdem, da reden wir jetzt nicht von morgen und übermorgen, sondern von der Bewegung, die jetzt viele, viele Wochen dann entsprechend läuft, wenn sie denn läuft. Ja, und wenn nicht? Naja, wenn nicht, dann werden wir halt hier dann gegebenenfalls entsprechend ausgestoppt und fertig. Im Moment können wir hier eigentlich den Stop nur an zwei Stellen legen, nämlich entweder hier unten drunter oder wenn das wirklich mit den Fibos hier stimmt, man könnte es auch auf die 78,6er nehmen. Ihr wisst, ich gucke immer so ein bisschen, da sind wir wieder bei den Wahrscheinlichkeiten. Ja, man kann auch den Stop dann entsprechend dann ein bisschen höher legen, weil die Fläche hier relativ klein ist. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs hier runterkommt, trotzdem noch dynamisch nach oben, die ist relativ übersichtlich. Also sie ist nicht null, das kann passieren, das ist natürlich doof, wenn man hier ausgestoppt wird, aber es passiert relativ selten, aber man könnte sich, wenn man möchte, das hier nochmal sparen. Ganz kurz zum aktuellen Trade, ihr seht ja, dass wir das hier haben, wir machen ja sowas wie den Trade des Tages, auch in Zusammenarbeit sogar mit XTB und da haben wir den Trade sogar auch dann vorgestellt, mit Einstieg war zu dem Zeitpunkt hier auf der Höhe. Und wir haben unseren Stop im Moment hier unten drunter. Das ist einfach die einfachste Variante mit auf Tagesbasis gemütlich nachziehen. Und im Moment gibt es hier noch nichts nachzuziehen, weil die Punkte einfach noch nicht passen. Ja, also insofern, das ist von der Seite aus ein längerfristig angelegter Trade. Und wenn der Kurs jetzt hier runterkommt, ist uns das für diese Idee egal, solange wir diese Richtung, dann eine Korrektur und anschließend dann das bekommen, ist alles erst nochmal gut gelaufen. Ja, das hängt also immer so ein bisschen davon ab, ob man auf welcher Zeitebene man dann unterwegs sein will. Hier würde ich jetzt tatsächlich bei Silber, wer jetzt den Trade nicht so ähnlich selber für sich gesehen hat oder gefunden hat, da kann man auch nochmal eben wie gesagt sagen, das ist doch das, da kommt jetzt eine A, B, C und ihr wisst, spätestens das wäre schon für mich die nächste Trading-Gelegenheit. Nämlich, dann haben wir die impulsive Aufwärtsbewegung, kein Impuls, aber impulsiv. Vorsicht, da unterscheiden Alienwellenfreunde. Und wenn der Kurs dann das letzte Zwischenhoch mal angenommen diese Marke durchschreitet, haben wir diese Erwartung, also mindestens ja mal, dass das hier sich sowieso fortsetzt. Aber wir erinnern uns, wir hatten ja unsere Ziele noch viel, viel weiter oben. Keine Ahnung, 38 oder wo das Ziel tatsächlich liegt. Auf jeden Fall deutlich über den Hochs hier auch. Ja, also als Fortsetzung der vorangegangenen Bewegung. So, aber jetzt in diesem Moment würde ich in dieser Situation kein Trade machen. Take Profit haben wir, aber tatsächlich da oben, 37,40. Ja, also das ist der Take Profit für das Ding. Und wenn ihr euch fragt, ja, warum der denn? Warum denn so weit weg? Das ist gar nicht weit weg, das sieht weit weg aus, aber das ist im Prinzip diese Länge, projiziert von hier nochmal nach da oben. Also das, ich kann es nochmal einmal machen für unsere Fibo-Freunde, Fibo-Erweiterung, von hier nach da gemessen, hier unten angelegt und dann ist das Ziel witzigerweise sogar höher. Warum liegt es da? Keine Ahnung, muss natürlich hier liegen. Weil ich meinte auch, irgendwas wäre es mit knapp unter 40. Also da müsst ihr nochmal gucken gegebenenfalls. Es kann sein, dass ein bisschen abweicht davon. Aber das ist auch erstmal nicht wirklich kriegsentscheidend, weil ich, wenn ich ganz ehrlich bin, vermute, dass wir gegen Ende der Bewegung durch unseren Trailing Stop da rausfliegen. Ja, also ob es jetzt das hier ist oder ob es dann doch hier irgendwo ist, das ist dann nochmal so eine Geschichte. Das kann hier aber auch daran liegen, ich arbeite ja mit zwei Plattformen, mit euch jetzt hier gerne auf dieser hier.
XDB bietet dir aber auch noch eine andere an, den Agena Trader. Das ist ja eine, die wir eher benutzen. Die ist für diejenigen unter euch super interessant, die sich da ein bisschen reinfuchsen wollen, die das sehr intensiv machen. Die ist komplexer, das ist nicht immer angenehm, aber bietet natürlich dann mehr Möglichkeiten. Und die hatten eine etwas andere Darstellung gegen logarithmisch und nicht logarithmisch. Es kann sein, dass daher der Unterschied hier herrührt. Aber das ist, sagen wir mal, im Moment gar nicht so relevant, ob hier das Tief, das hoch liegt oder hier das hoch liegt. Also ich glaube, bei uns liegt das dann eher, na, weiß ich nicht auswendig, aber auch hier irgendwo in dem Bereich liegt die Zielmarke. Also die haben wir bei uns auch fertig drin. So, und ihr wisst ja, das ist ja hier kein Live-Konto, sondern das ist ja. Also ich freue mich immer über eure vielen Kommentare. Ihr seid echt lieb und schreibt auch toll. Wenn ich manches nicht wahrnehme oder sowas, wenn ihr eine dringende Frage habt, macht unbedingt plus, 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 unbedingt jetzt beantworten, sonst falle ich tot vom Baum, weil ich das manchmal da nicht sehe. Ich will euch da nicht außen vor lassen, aber nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn ich das nicht sehe, weil ich eben, wie gesagt, viele Nachrichten hier reingetickert sehe. Das ist immer keine böse Absicht, so von wegen, na, der ignoriert mich. Soll nicht so gemeint sein. So, also hier haben wir aber gerade gesagt, selbst auf der kleineren Ebene, weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht so motiviert, aktuell jetzt hier irgendwas zu tun, sondern da muss ich jetzt abwarten, bis der Kurs hier runterkommt. Wenn ich hier mal so unbedarft lache, das liegt nicht daran, dass ich hier nebenher irgendwelche komischen Getränke oder irgendwas hier rauche, sondern liegt teilweise an euren Kommentaren, die ich dann aus den Augenwinkel versuche mitzulesen, wenn ich hier mit euch rede. Und seht mir das Ganze nach, wenn ich dann manchmal schmunzeln muss oder eben dann Geräusche mache dazu. So, aber wir können ja hier mal gucken. Ich weiß, Gold ist sowieso eine andere Geschichte. Vielleicht ist die ja interessanter. Ich muss gestehen, ich weiß es auch nicht. Ich finde das selber immer spannend, zu gucken, wie da die aktuelle Situation aussieht. Hier ist das letzte Bild ja relativ abschüssig, sagen wir jetzt mal so. Der Anfang, also ich sag mal so, was auffällt ist, wir hatten hier einen Knubbel. Das klingt total professionell, wenn man das so formuliert, aber das nehmen wir mal jetzt so hin. Ja, und dann hatten wir hier wieder eine schnelle Bewegung, hier vorne hatten wir eine schnelle, wenn jetzt hier wieder ein Knubbel kommt, habe ich eine Idee, was das wird. Dann haben wir hier vorne eine Korrektur, in der Mitte Schub, Korrektur und nochmal, dann sieht das fünffällig aus. Ja, also über die Knubbelbildung sozusagen kann man sich so ein bisschen, guck, zack, Knubbel, zack, Knubbel, zack. Man sagt zwar Korrektur und so weiter, das ist klar. Ja, aber manchmal Korrektur, wenn ich so schön zeichne, sieht es jeder. Aber wie sieht es am hässlichen Chart morgen aus, wenn er dann selber da irgendwie was fabriziert und sagt, ich sehe es nicht. Ja, aber dass hier irgendwie eine Menge Aktion war und dann der Kurs sich schnell davon entfernt hat, das sieht man ja hier auch. Das ist übrigens hier vielleicht analog zu Silber. Silber handle ich nur nicht so gerne auf ganz kurzer Ebene wegen des Spreads. Weil der Spread gemessen an der Bewegung bei Silber dann in den kurzen Zeiteinheiten manchmal blöd wird. Aber im Prinzip wäre das Bild bei Silber ähnlich zu erwarten. Ja, hätte ich auch bei Silber bleiben können, aber hier können wir es vielleicht sogar umsetzen. Also wenn wir jetzt hier irgendwann mal, entweder nach diesem hier und dann nochmal runter und dann eine hinreichend große Korrektur, hinreichend groß, wir erinnern uns, dann nehmen wir hier die Fibonaccis und messen das mal nach. Ja, hinreichend groß wäre mindestens mal ein 38er Geschichte. Das heißt, nehmen wir mal an, das wäre schon das Tief, dann sollte er zumindest mal deutlich in die Nähe da nochmal kommen. Und das Ganze strukturiert, das heißt in einer ABC-Situation. Das ist im Moment nicht ABC, das ist vielleicht A und B, C fehlt noch. Das ist okay. Ja, also ich möchte schon irgendwie, dass das dann wackelig ist. Also so wie hier, Schub in die eine, wackelig in die andere, sowas ist immer eine angenehmere Geschichte, als wenn man sowas hat und dann macht er so. Was wird das jetzt? Ich habe weder irgendwie einen Triggerpunkt, irgendwie einen Einstiegspunkt, den ich hier verwenden kann, noch, also ich habe hier nicht irgendwie was, was ich hier groß verwenden kann. Ah, jetzt habe ich was. Das wäre ein Long Trigger. Oder? Ah, jetzt habe ich was. Das wäre ein Short Trigger. Ja, also ihr seht, wenn ihr so eine Struktur habt, das ist immer unstrukturiert. Also eine Linie einfach nur. Zack, so in der Richtung. Das ist, eine Linie ist so ein klassisches Beispiel für einen Impuls. Sowas hier. Ja, beispielsweise. Oder so ein Teilstück hier.
Auch das hier kann man sicherlich so zählen, ja, weil die Korrekturen sind relativ klein hier. Da ist zwar ein bisschen so, da kann man sagen, vielleicht ist hier auch schon ein Knubbel irgendwie. Ja, wäre ja schon denkbar. Aber ihr seht schon, in manchen Phasen hier habt ihr nicht viel Struktur. Da habt ihr wenigstens 5 Fälle, aber hier in der Mitte, ja, ist nicht viel. Ja, das ist wie eine Linie runtergezeichnet. Ich treffe sie jetzt nicht genau, aber ihr könnt es euch vorstellen, was ich meine. Ja, und wenn ihr so eine Situation habt, ist das halt ganz gerne dann etwas, was ich dann als einen Impuls bezeichne. Also nicht nur ich, sondern die Alien-Wellentheorie dann als Impuls dann auffassen würde. So, gucken wir mal nach den Amerikanern, dass wir vielleicht hier was finden. Wir müssen jetzt nicht auf das ganz große Bild hier gehen. Auch hier gehen wir mal ruhig auf das kleine. Nö, bewegt sich ja kaum. Nein, müsst ihr natürlich hier doppelklicken, dann poppt er da so hoch. Nicht uninteressant. Die Frage ist gleich, wollte ich es euch bei der Währung zeigen, können wir gleich nochmal gucken, aber wir sehen das hier auch, also das Prinzip ist ja das gleiche und Fortsetzung, auch hier Schub, Zack und Fortsetzung, hier auch, das ist die Schubseite und jetzt überlegt mal, von hier nach da, also da sieht man schon, ich meine, das war ein Hoch und hier war ein Tief, also das ist gar nicht so, da muss man raten oder da weiß ich immer nicht, wo ich hingucken muss, guckt euch das Hoch an und das Tief. So, und jetzt guckt euch an, was ist dazwischen passiert? Ist das dazwischen so? Oder ist das dazwischen so? Oder ist das irgendwas anderes? Alles, was anders ist als das oder als das, spricht stark für eine Korrektur. Und in dem Fall, 1, 2, 3, 4, 5, aber also sowas von, ne, überschneidend und überlappend, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen, das ist eine Korrektur. Das heißt, im Anschluss an die Korrektur, ich erwarte, dass das sich nochmal irgendwie, also die Richtung fortsetzt. Die Entfernung ist vielleicht nochmal eine Frage. Ja, also das ist nochmal so ein Punkt, aber zumindest mal die Richtung ist damit klar. So, jetzt ist aber noch die Frage, wie steigt man ein? Und da kommt die Frage, sehr schöne Frage, ich bin ja Anfänger, schreibt einer von euch hier. Wie hast du in deinen Anfängen gehandelt? Das wollt ihr nicht wissen. Also natürlich, ich erzähle das aber, es ist ein offenes Geheimnis. Ich habe viel Mist gemacht am Anfang. Also das ist völlig unstrittig und will ich auch nicht verheimlichen. Ich habe total unsystematisiert. Wahrscheinlich so wie ihr. Ohne jetzt jemandem was Böses zu wollen. Aber ich habe viele Leute gesehen, eben die angefangen haben, sowohl bei mir in der Firma, ich habe ja relativ früh dann als Student eine Firma gegründet, damit wir das ein bisschen besser aufbauen können. Und da beziehe ich mich komplett mit ein. Das war halt keine sinnvolle Arbeit. Weshalb ich das sage, ist, ich will euch ein bisschen Mut machen. Macht euch da nicht verrückt. Ihr fangt alle erstmal klein an und macht irgendwie, ich sag jetzt mal Bockmist, wo man nachher dann sagt, naja, hätte man nicht machen müssen. Ja, ja, wahrscheinlich muss man da aber durch. Deshalb, ich bin da gar nicht traurig oder böse. Ich meine, es ist natürlich schade um jeden Groschen, den man verliert. Die jüngeren Groschen sind 10 Cent, sozusagen. Alles, was man da verliert, ist natürlich doof. Aber das gehört wahrscheinlich mit hinzu. Und deshalb ist ja schön, dass ihr jetzt hier mit dabei seid und dadurch ja euch selber immer wieder mit dem Thema beschäftigt und vielleicht bringe ich meinen Beitrag, dass ihr dann eben eine steilere Lernkurve habt, als wenn es der Markt euch aufzwingt, indem er euch das Geld zwischendurch bei negativen Trades dauernd abnimmt. Also um es ganz einfach zu sagen, ich habe am Anfang auch alles Mögliche ausprobiert mit Indikatoren, mit Vor- und Zurück, mit mal hier, mal da und ach komm, jetzt machen wir es dann so. Eine ganz entscheidende Fehler war zum Beispiel, ein entscheidender Fehler, dass ich halt viele, also keine Systematik dauerhaft angewendet habe und die versucht habe zu verfeinern. Jetzt mache ich es mal so. Ja, aber in dieser Situation war es ganz anders. Und dadurch habe ich natürlich wenig gelernt, weil ich ja auch überhaupt nichts miteinander vergleichen konnte. Und ich habe keine Statistiken aufbauen können. Ich habe mich selber nicht kontrollieren können oder vergleichen können mit irgendwas. Und es gab da natürlich lange Zeit dann keine Weiterentwicklung. Ich hatte dann aber relativ bald, obwohl ich ewig gebraucht habe, mich für die Aliens entschieden. Damit war dann eine Struktur irgendwann mal dann gegeben. Aber davor war das Wild West. Ja? Wer als schnellstes aus der Hüfte kommt, schießt halt. Ja? Das so wurde es halt gemacht. Und das ist halt
zwar dann teilweise sogar erfolgreich, aber ich sage es ganz ehrlich, das ist ein Lucky Punches sind das gewesen, ja, die uns da überleben haben lassen in der Anfangsphase. Ja, das Einzige, wir haben es dann einigermaßen schnell festgestellt, weil wir dadurch, dass wir untereinander eben zu mehreren waren, hat man sich gegenseitig etwas besser kontrolliert, als wenn man alleine tradet. Das ist vielleicht nochmal so ein Punkt dazu. So, also, aber woher weiß ich, nur ein bisschen hier Seriosität, Johannes hat nochmal eine Frage gestellt, aber woher weiß ich in der Länge der Korrektur, dass mein Triggerpunkt noch nicht doch nochmal von der Korrekturbewegung aufgefasst wird? Sekunde, ich muss ein bisschen weit weg hier. Okay. Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Also ich mache mal erst nochmal Theorie und dann gucken wir, wie wir es hier in die Praxis reinsetzen können. Man hat so ein Ding und dann hat man das. Ich gehe mal davon aus, dass das so ungefähr die Frage ist. So, und jetzt sagt man, Mensch, das ist doch super, das hat doch der Born genauso beschrieben. So, und dann macht er das so. So, und dann macht der Kurs das. Dann macht er das, dann macht er das. Und dann macht er das. Und ich bin ausgestoppt, weil ich hier irgendwo meinen Stop habe. Und danach macht er dann vielleicht noch das. Woher weiß ich, dass die Korrektur zu Ende ist? Ja, wie kann ich das dimensionieren? Eine Geschichte ist die dafür hilfreich. Also man wird es nie komplett ausschließen können. Im Gegenteil. Wir haben sogar in fast der Hälfte der Fälle, das ist das Problem, aber wir können es trotzdem ein bisschen eingrenzen, noch, der Fälle, dass wir das gar nicht sagen können, weil das Problem ist, es gibt zwei Korrekturen. Die eine Korrektur sieht so aus, eine scharfe Korrektur, und die andere Korrektur sieht so aus. So. Das Blöde ist, beide Korrekturen kommen ungefähr gleich häufig vor. So, hier würde man jetzt sagen, ist super, dann habe ich hier irgendwo meinen Trigger, ich habe jetzt die interne Struktur nicht gehabt, oder hier hätte ich meinen Trigger, bin dann aber blöd nochmal ausgestoppt worden. Da ich im Vorhinein nicht wirklich sagen kann, kann ich diese ausschließen, muss ich damit leben, dass das passieren kann. Das ist der Grund, warum ich erstens mal überhaupt keine Sorge habe, ausgestoppt zu werden, weil ich sagen kann, in fast der Hälfte der Fälle werde ich sowieso ausgestoppt, weil ich im Vorhinein die beiden nicht unbedingt ausschließen kann. Das Tolle ist allerdings, mein Verlust ist hier ein R und mein Gewinn ist hier 3R oder 4R oder 10R oder manchmal nur 2R, aber auf jeden Fall höher. Das heißt, egal ob meine Trefferquote 50% ist, 60% oder auch 40% ist, ich mache trotzdem Gewinn aufgrund der Chance-Risiko-Relation. Nicht mit jedem Trade. Also ich muss das akzeptieren, dass ich da hin und wieder dann eben auch sage, ja, bin ich rein, dann kam doch das. Dann habe ich aber meistens hier nochmal den Nachschlag, die Möglichkeit, weil dann bringt er mir hier intern sowas und dann trade ich das dann von da ausgehend nochmal und komme dann hier rein in die Short-Seite und dann sage ich, ha, was du Sau mir hier weggenommen hast, habe ich hier eine realistische, eine ganz systematische Möglichkeit, mir das wieder reinzuverdienen, weil du kommst halt hier die Bewegung, mache ich halt damit. So, aber wie kann man es trotzdem ein bisschen eingrenzen, denn da gibt es auch Möglichkeiten. Nummer eins ist, wenn ihr sowas habt, und dann kommt hier dieser ABC, dass ihr als erstes mal messt, wie weit ist diese Korrektur. Diese Korrektur sollte mindestens mal so in Richtung 38,20er gehen. Fibonacci-Marke. Alles, was drüber ist, denkt an diese komischen Kurven, die ich immer zeichne, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Also es ist möglich, dass der Kurs auch weniger runtergeht, aber es ist schon sinnvoll, wenn das in die Nähe der 38er reicht. Das gibt mir deutlich mehr Wahrscheinlichkeit. Ich sage immer, irgendwie 38 bis zu 78,6. Das ist so die Box. Darf ein bisschen weniger, ein bisschen darüber ist auch okay. Ja, also wenn ihr Hardcore, wenn ihr sagt, ihr braucht eine harte Linie, macht ihr bei 35 oder sagt ihr halt einfach, ihr müsst die 38 berühren und alles, was da drüber ist, verpasse ich halt. Meine Güte, finde ich eine andere Traininglösung. Ja, also das ist immer schon mal ein Punkt. Wenn der Kurs nämlich nur sowas macht, dann ist das schon möglich, dass der Kurs weiterläuft. Aber dann ist das nicht die Korrektur dieser gesamten Bewegung. Dafür ist sie typischerweise zu klein. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben dann doch eine spätere Korrektur so gibt, einfach relativ groß. Da können wir mal wieder aufs Live-Bild gehen, und zwar in dem Fall ruhig auch den Dow Jones. Denn das ist so ziemlich das, was wir hier gerade auch übergeordnet haben. Ihr seht, der Rücksetzer, den wir bisher haben, der sieht doch schon toll aus, ABC. Woher weiß ich, dass das noch nicht zu Ende ist? Naja,
Die 38er-Marke ist hier und Rücksetzer sind gerne zumindest in die Nähe dieser Marke. Wir sind aber nicht in der Nähe. Aus dem Grund ist meine Erwartungshaltung übergeordnet, dass das nicht die abgeschlossene Korrektur ist, sondern nur die A-Welle offensichtlich. Weil jetzt kommen wir hoch, jetzt ist das hier eine Möglichkeit, ja, und dann kommt später das. Und dann sind wir in der Nähe oder drunter oder drüber, wie auch immer, aber in der Nähe dieser Marke und dann können wir sagen, ah, okay, jetzt passt's dann. Und dann kann ich sagen, das nehme ich dann als eine hinreichende Korrektur und dann lege ich dann los. Ja, also diese Fibonaccis, die sind keine Garantie dafür, aber sie geben mir höhere Wahrscheinlichkeiten, weil Rücksetzer typischer eben irgendwo in dieser Zone landen. Weniger ist möglich, aber weniger wahrscheinlich. Und die kann ich ja theoretisch ausklammern, dass ich sage, ja, dann mache ich die halt nicht. Dann habe ich einige blöde Trades schon mal. Das nächste ist die Geschwindigkeit, in der was passiert. Wenn wir hier mal das so sehen, zack, und dann hier wieder runterrechnen, dann sehen wir, dass die, ganz grob jetzt, ist jetzt nicht 100% winkelgetreu, dann sehen wir, dass diese Korrektur sehr schnell war. Eigentlich ist das doch die dynamische Bewegung, wenn wir sagen, geiler Bullenmarkt. Ja, aber die Korrektur war ja noch hektischer. Wir sind ja steiler runter, als wir hochgefahren sind. Das ist für eine Korrektur nicht ganz so typisch. Eigentlich wäre es typischer, dass wir irgendwo auf dieser Seite dieser Spiegellinie hier sind. Die Spiegellinie könnt ihr so ganz grob schätzen, indem ihr sagt, ich gehe hier mal rüber und diese Linie verschiebe ich hier rüber und dann habe ich ungefähr den gleichen Winkel. Müsste man gerade zeichnen, aber ich denke, das kriegt er hin. So, das heißt, wenn wir sowas hätten, dann sind wir ja hier, haben wir etwas mehr Zeit verbraucht und dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Korrektur auch zeitlich abgeschlossen ist, größer. Das heißt, wir haben die Korrekturhöhe als ein Indiz und wir haben die Korrekturzeit als ein Indiz und können sagen, ja, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch wirklich hier auf den Tief kommen, ist halt größer, als wenn wir sowas haben, was minimal korrigiert hat und das idealerweise noch ganz schnell, also noch viel schneller als das, also sowas hier. Ja, blöd. Sowas hier, da muss man sich dann die Frage stellen, ist die Größe genug und ist die Zeit genug dafür, um diese Dimension, also diese zu korrigieren. Also das sind zwei Punkte, die ich immer gerne im Hinterkopf habe. Und mit den Fibonaccis habe ich die Möglichkeit, mir das ein bisschen näher eben ranzuholen und dann zu sagen, passt das oder passt das nicht. Ja, also das finde ich sinnvoller. Ja, die Frage oder Anschlussfrage, die ich dazu bekommen habe, ja, aber wenn ich es hier jetzt ansetze, dann ist es doch groß genug. Ja, ist auch gut. Dann ist diese Korrektur eine echte Korrektur für dieses Ding hier. Aber keine echte Korrektur für dieses Ding. Das heißt, wenn das noch nicht die echte Korrektur für dieses ist, wird die irgendwann folgen. So. Ob die jetzt folgt oder ob der Kurs dann weiter folgt und dann die richtige Korrektur ist, das ist noch auf ein anderes Blatt geschrieben. Aber wir wissen, die große Korrektur fehlt noch. Will ich die nicht aussitzen, sollte ich dann erst abwarten, bis sie da war. Wenn ich sage, die kann ich aussitzen, also mach den Stop weit genug weg oder ich stoppe eng genug, dass mich das gar nicht stört, dann ist es auch okay. Ja, also das hier ist dann eine richtige Korrektur für diese Geschichte, definitiv. Keine Frage. Also das ist immer die Frage, was braucht ihr denn? Und im Moment will ich ja wissen, gibt es eine Korrektur auf diese Strecke und ist die schon fertig? Weil die ist bis jetzt unkorrigiert. Und da ist jetzt die Versuchung halt relativ groß, dass wir die korrigieren. Insbesondere, weil wir beim Nasdaq zum Beispiel, also bei dem Hightech-Index, wo wir ja noch gar keine echte Korrektur hatten bislang, die Frage ist, jetzt wäre doch mal eine richtige Korrektur. Also die Korrektur dieser letzten Bewegung wäre jetzt ja auch nicht sehr, sehr plausibel, wenn er so weit runtergeht. Also das sind Indizien, wohlgemerkt keine Beweise, aber Indizien, die dafür sprechen, dass wir dieses Ding hier wahrscheinlich noch in irgendeiner Form vor uns haben. Wobei ich persönlich noch nicht sicher bin, ob wir das bekommen oder ob wir das bekommen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir das bekommen, wobei ich bin etwas vorsichtig, er kann auch ein bisschen höher. Weil in einem sehr begeisternden Markt kann es sein, dass die Leute früher wieder anfangen zu kaufen und sagen, ach komm, reicht schon, ich brauche nicht die 300 zu sehen, also 10.300. Mir reicht auch 10.400, Hauptsache ich habe es nochmal günstiger gekriegt als vorher.
Und je früher die Leute dann aus der Panik, was zu verpassen, wieder einsteigen, desto schneller oder früher dreht dann der Kurs. Das ist natürlich auch ein Effekt, der dann eben passieren kann. Ja, aber die Geschwindigkeit, also diese Zeitdauer hier für diese Korrektur ist mir recht kurz und die Höhe ist ebenfalls noch relativ kurz. Es ist statistisch möglich, das ist jetzt nicht der richtige Ort hier, die Statistik extrem Number Crunching zu machen, das genau durchzuarbeiten, aber lasst es euch mal so gesagt sein, die Wahrscheinlichkeit, dass das schon das Tief ist, ist nicht null, überhaupt nicht. Aber sie ist halt verhältnismäßig unausgeprägt als dafür, dass das noch zu kommen hat. Das heißt, jetzt das hier schon als, nee, das ist sicher das Tief zu akzeptieren, wäre das Setzen auf die relativ kleine Wahrscheinlichkeit in dem Fall. Das ist natürlich normalerweise nicht sinnvoll. Typischerweise setzen wir ja auf Situationen, die stärkere Wahrscheinlichkeiten repräsentieren. Ja, also insofern das mal dazu. Wir können aber mal gucken hier, wir wollen ja gucken, ob wir hier nochmal einen Trade machen, sonst schmeiße ich euch nochmal einen in den Raum, dass wir nochmal einen zumindest, den muss ich hier nochmal reinkloppen. Oder wollte ich zumindest mal. Das hier ist zum Beispiel super, das ist vielleicht eine Hausaufgabe für euch nachher. Ja, weil ich weiß nicht, ob wir das noch miterleben werden jetzt hier. Im 5-Minuten-Chart sehen wir jetzt gerade eine sehr deutliche Aufwärtsbewegung. So, was brauchen wir jetzt, um zu kaufen? Eine Aufwärtsbewegung, Teil 1 also erfüllt. Was brauchen wir noch? Wir brauchen den Hinweis darauf, dass die Gegenbewegung doof ist. So, sowas würde mich natürlich nicht zum Kaufen motivieren. Auch noch nicht sowas. Aber wenn er sowas macht, dann ist welche Seite stark? Die Aufwärts- oder die Schwache? Die Aufwärts- oder die Abwärtsseite? Also die Aufwärtsseite ist relativ stark. Die ist relativ schwach. Würde ich also davon ausgehen, müsste dann wohl die andere Seite die starke sein. Und wann ist dieser Rhythmus durchbrochen? Wenn wir die Hochs durchstoßen haben. Sprich, Trigger wäre dann hier. Ob es jetzt exakt diese Marke wird, das werden wir hier beobachten müssen. Das Tolle ist, das wird uns ja wohl auffallen, wenn der Kurs jetzt nachher sowas macht. Ja, aber macht er das denn? Am Ende macht er das. Ja, dann habe ich nichts gewonnen, nichts verloren. Schön, dass ich dabei war. Also drauf geguckt habe. So, und irgendwann macht er dann das, dann weiß ich, na gut, dann halt nicht. Wobei ich dann ja weitermachen kann. Oder dann, okay, das wollte ich jetzt auch nicht, löschen wir. Wenn ich dann, jetzt bin ich verwirrt. So, wenn er dann aber was Wackeliges macht, dann habe ich wieder einen klaren Ansatz, wo ich da gegebenenfalls reinkomme. Das heißt, das hier ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ich vermute nur, wir haben ja jetzt schon 19.17 Uhr, das heißt, wir werden sicherlich ja viele Kerzen brauchen. Wie viele Kerzen brauchen wir? Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naja, 10, 15 Kerzen bräuchte ich schon, also sagen wir mal 10 mal 5, dann sind wir noch eine Stunde unterwegs und dann können wir vielleicht sehen, ob wir sowas bis dahin bekommen. Ja, das heißt, das ist das Tolle, man kann jetzt schon abschätzen, geiler Chart, gefällt mir, das brauche ich, cool, ich weiß also genau, was ich brauche, um mich glücklich zu machen, ist auch super und ich weiß ungefähr, wie lange ich dafür jetzt brauche. Das heißt, nehmen wir mal an, ich habe jetzt diesen hier als einzigen Chart, dann weiß ich, ich habe jetzt eine Stunde Freizeit. Ich kann da drauf gucken, ich kann auch Gras beim Wachsen zugucken, aber letztlich ist es nicht so wichtig, weil hier kann passieren, was es will. Wenn jetzt was Schnelles passiert, ist es ja nicht korrektiv. Das heißt, ich muss auch gar nicht, aber wenn er jetzt schnell runtergeht, ja, dann habe ich ja nichts verloren, weil dann würde ich ja eh das nicht als eine Korrektur akzeptieren, weil schnell, weil ja nicht typisch. Ja, also insofern, das hilft enorm, um seinen Trading-Alltag auch angenehm zu machen. Nützt ja nichts, wenn ihr da stundenlang daneben sitzt und euer Tag kaputt macht und ihr dann irgendwann sagt, jetzt habe ich YouTube, Netflix und Amazon Prime zweimal durch, bis die ihr nächstes Upload machen, weiß ich nicht, was ich tun soll. Das hilft ja auch nichts. Ja, also insofern kann man das ein bisschen einteilen. Aber ich habe es eben mal angedeutet. Ich habe hier zum Beispiel eine Geschichte, ich weiß gar nicht, wo ich die hier habe. Ich wollte den Trade sowieso nochmal hier vorbereiten. Nämlich ein Währungspaar, wo wir einerseits eine schöne Optik haben, ich dann den Trade hier mal reinkloppen wollte und haben wir noch nicht drin? Nee, okay, dann machen wir das bei den Crosses, weil eigentlich ist das eine Cross-Rate, weil wir haben zwei wichtige Währungen, Aussie und Kanada, aber nicht den amerikanischen Markt, das nennt man dann Cross-Rate. Das ist also out
gegen Cut. Noch den Chart dazu. So, und wenn wir uns das mal angucken, oder hier, dass wir schön sehen können, wenn wir uns das angucken, dann haben wir hier eine wunderschöne Situation. Guckt euch das mal an. Das ist jetzt der Stundenchart beispielsweise. Könnt ihr sehen, dass das die starke Seite ist? Ich denke, das ist ziemlich offensichtlich. Und könnt ihr sehen, dass das verhältnismäßig die schwache Seite ist? Ich denke ebenfalls. Das heißt, ich habe eine relativ einfache Trading-Idee. Ja, ich kann sehen, das ist das letzte Zwischenhoch. Eigentlich hier oder da, da ist es jetzt kein Riesenunterschied. Ja, das ist also, wäre beides für mich in Ordnung. Kann hier drüber seinen Einstieg setzen. Der Stop eigentlich hier unten drunter, aber wir setzen ihn ja ein bisschen höher, das rechnen wir gleich nochmal aus und das Target irgendwo da oben. So, aber das rechnen wir jetzt mal aus, dass ihr auch seht, wie wir das machen. So, für die Stopweite machen wir nichts anderes als Fibonacci vom Startpunkt der Bewegung bis zu unserem Einstieg. Der Einstieg ist der, oder von mir aus können wir auch den nehmen, das ist, nehmen wir irgendwas so halbwegs dazwischen. Das ist nicht ganz so kriegsentscheidend. So, dann haben wir hier die 78er-Marke. Das ist unser Stop-Niveau. Und wir haben ja gesagt, eine Zielbestimmung. Fibonacci-Erweiterung, so wie das hier vorne. Damit rechnen wir hier hinten auch nochmal. Zielweite also ungefähr da. So, jetzt kann ich den Trade sogar dimensionieren. Und da kommt auch vielleicht das Risikomanagement mit rein. Unser Trade würde Einstieg quasi hier oben. Der Stop hier auf der 78er-Marke. Und das Target auf der 100er-Marke. So, jetzt gucken wir nochmal nach das Risiko. 187 ist mir zum Beispiel zu viel. Das müsst ihr dann festlegen. Also wir haben hier ja immer so knapp unter 100, so um die 90 machen wir. Also wäre das mir immer noch zu viel. Noch ein bisschen runter, immer noch zu viel. Das ist ein bisschen wenig. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir das hier so splitten können. Ja, 25 geht auch. Das ist 93. Das Risiko gefällt mir. Ja, so, also insofern, das ist die Größe. Und jetzt seht ihr, mein Risiko entspricht meinem Standardrisiko, was ich eben typischerweise ganz gerne eingehe. So, das müsst ihr festlegen. Das hängt von eurem Kapital ab und ein bisschen von eurem Risikogefühl. Also wir haben bei uns jetzt im institutionellen Handel ist das sogar noch deutlich niedriger. Da liegen wir eher bei 0,3 ungefähr als Standardrisiko. Also 0,3% Standardrisiko. Wenn man jetzt ein sehr kleines Konto hat, wäre das sehr, sehr wenig. Da müsst ihr mal gucken, welche Kontogröße ihr habt und wie euer Empfinden da ist. Aber ihr solltet nicht wirklich deutlich über 1 gehen. Es sei denn, ihr habt viel Geld, wo ihr sagt, naja gut, das kann ich notfalls mal nachschießen. Ich rechne eigentlich in einer anderen Dimension, auch wenn ich auf dem Konto jetzt nicht so viel habe. Ist ein anderes Thema, können wir vielleicht an einer anderen Stelle noch mal ein bisschen intensiver angehen, wie das aussieht. So, also wenn wir das jetzt hier haben, brauche ich eigentlich nur noch einen Trade reinzusetzen, zack, und habe keine Aufgabe. Ja, ich bin jetzt hier wunschlos, glücklich und tätigkeitslos, denn ab jetzt hat er die Aufgabe. Ja, klarer Schub, klare Korrektur, macht den nächsten Schub, dann sind wir mit dabei. Die 78er-Marke kam hier die Frage, ist das mit dem 78er auch in den volatilen Märkten sinnvoll? Naja, das Grundprinzip bleibt das gleiche. Das hat mit der Volatilität eigentlich gar nichts zu tun, weil das ist ja eine patternabhängige oder bewegungsmusterabhängige Geschichte. Die Idee ist, dass ein Anstieg eine gewisse Rücksetzerhöhe hat. Wie weit geht die Höhe? Und das hängt wieder hier mit diesen Kurven zu tun. Und die Volatilität kann natürlich dafür sorgen, dass es dann mal hier wie wild dann wackelt. Das ist gar keine Frage. Aber das Ausmaß sollte deshalb trotzdem entsprechend dieser Wahrscheinlichkeiten hier gelten. Und was wir hier haben, ist ja nichts anderes. Wir erwarten einen Schub und im schlimmsten Fall genau kommen wir rein und ab dann fällt der Markt. Deshalb die 78er-Marke. Das ist ja gar nicht gesagt, dass er hier fällt. Es kann ja sein, dass er auch hier hingeht und dann erst fällt. Dann könnten wir sogar die 78er-Marke sofort ein bisschen höher machen. Also wir müssten ja dann von hier bis da zeichnen, aber das wissen wir ja jetzt noch nicht. Jetzt ist der blödste Fall, den wir absichern müssen, dass wir genau reinkommen und der Markt dann genau dreht. Genau das ist der Grund, warum wir hier an der Stelle dann den hier einmessen, da einmessen und dann sagen wir die Marke. Ja, also wir haben jetzt im Moment keine schlechte Erfahrung gemacht, dass die 78er jetzt doofer ist als sonst. Ja, also das ist aus meiner Sicht nicht der Fall.
Jetzt hat man noch die Möglichkeit, das wollen wir nicht heute mehr machen, aber das können wir die Tage mal wieder aufgreifen. Treffen uns ja dann sage ich schon, wenn ihr wollt, jede Woche. Das, was wir hier haben, können wir natürlich auch noch im Nahkampfchart gucken, ob wir das verwursten können. Ob wir hier einen Schub nach oben haben und was Wackeliges runter und ob wir dann hier sogar auf der kleinen Ebene reinkommen. Das sieht ja schon mal nicht ganz schlecht aus. Mehr Schub und das mehr wackelig. Ja, also insofern, man könnte das hier ebenfalls dann nochmal versuchen, aber das ist mir zu ungenau, weil das ist zwar schon nachvollziehbar steiler und das nachvollziehbar korrektiver. Also wenn er hier nochmal ein bisschen tiefer ginge, ja, unter diese Tiefmarke, dann würde ich das sogar mit diesem Zwischenhoch hier als einen Einstieg machen. Aber ihr seht, guckt mal, das ist der Spread. Ich habe es extra hier angezeichnet. Das ist zwar kein weiter Spread, aber gemessen an der Bewegung, die wir jetzt hier aktuell haben, ist das natürlich ein großer Unterschied. Das heißt, theoretisch würde ich das auf dieser Ebene sogar so handeln. Praktisch lässt sich es aber nicht gut umsetzen. Denn wenn ich hier rein möchte über den Zwischenhoch, dann werde ich halt, was weiß ich, viel höher ausgeführt. Das ist kein Problem auf der größeren Zeitebene. Also wenn ich hier im Stundenchart handle, da ist der Spread nicht so relevant, weil dieser Unterschied ist immer noch nicht null, wie ihr seht, aber das fällt da nicht so in dem Sinne ins Gewicht. Ja. Ich kann noch mal erzählen, kurze Hedging-Erfahrung. Das ist natürlich noch mal theoretisch auch noch mal ein ganz eigenes Thema, was man noch mal besprechen sollte. Was ich euch empfehlen kann, ist, überlegt mal, ob ihr nicht in manchen Situationen einen Hedge auch mal erwägt. Also falls ihr zum Beispiel sagt, Mensch, ich habe auch hin und wieder mal Aktienpositionen in echt, also jetzt nicht CFD-Basis, zum Beispiel Belegschaftsaktien oder keine Ahnung, aber es wäre auch über eine, dass man sagt, ja, das ist Teil meiner Lebensversicherung oder meiner Berufsunfähigkeitsversicherung, die investieren immer in Aktien, dann möchte man sich ja absichern beispielsweise. Und dann kann man eben sagen, okay, ich kann ja schlecht meine Lebensversicherung verkaufen, nur weil ich denke, dass der Markt jetzt mal fällt, aber es wäre blöd, wenn der Markt fällt. Dann hättet ihr die Möglichkeit, mit den CFDs beispielsweise das Gegengeschäft zu machen und zu sagen, wenn der Markt dann wirklich fällt, verdiene ich in dem Moment dann mit den CFDs. Das heißt, die Shorts, die ihr da macht, sichern eure Position, die auf eurem Aktiendepot, zum Beispiel Belegschaftsaktien oder weil ihr sagt, na, die will ich gerne haben, weil ich mag es gerne eingeladen zu werden auf die HV oder sowas. Gut, heutzutage ist es ja so eine Frage, will man noch irgendwo hin oder bleibt man lieber zu Hause? Darf man überhaupt irgendwo hin? Aber ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Das ist auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit. Vielleicht können wir das als ein extra Thema auch noch mal machen, dass wir da mal über Hedging-Situationen bestehender CFD-Positionen sprechen oder aber eben auch Depots, die man sonst noch hat. Also insofern, das ist sicherlich was, was man noch mal in petto haben kann. So, aber wir sehen uns ja wieder, wenn ihr wollt, jeden Dienstag. Immer 18.30 Uhr, ihr könnt euch das jetzt schon mal reservieren, ihr müsst eigentlich das Datum gar nicht groß aufschreiben, dienstags 18.30 Uhr ist unsere Zeit hier. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid, es macht mir immer viel Spaß mit euch, ihr seid sehr aktiv und auch diejenigen unter euch, die eher Zuhörer sind natürlich eingeladen. Ihr dürft mitmachen, ihr dürft auch nur zuhören und wenn ihr euch das Ganze im YouTube nachher anguckt, weil ihr live nicht dabei sein konntet, auch in Ordnung, dann würde es mich aber extrem freuen, wenn ihr ein Like da lasst, das ist immer schöner, wenn das ein bisschen so aussieht, als ob das wenigstens was taugt, was man hier macht. Also insofern das als Hinweis oder Idee dazu. Ansonsten euch eine angenehme, eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns nächste Woche ja spätestens schon wieder. Oder ansonsten in den Märkten. Euch alles Gute und ganz, ganz liebe Grüße.